Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Ovel Teuton. Ich hoffe, ihr guckt jetzt nicht gerade so wie der Elektromagier hier unten in meinem Overlay, aber ich habe einfach mal ein neues Overlay genutzt. Danke nochmal an den, jetzt muss ich gerade überlegen, wie er heißt. Ich glaube, es ist der NoTalent-JT, der mir nicht das Overlay hier zur Verfügung gestellt hat, sondern man kann es bei ihm downloaden. Er hat es erstellt und ich habe einfach gesagt, das nutze mal. Aber wenn der Toto das nutzt, dann macht das gleich richtig, nämlich natürlich mit dem Facecam-Rahmen. Da er hier schon drin war, nehme ich den einfach mal und ich bin da nicht dran schuld, da seid ihr dran schuld, weil ihr mehr Clash Royale Videos von mir sehen wollt und deswegen nehme ich die Folge einfach mal mit Facecam auch, mal sehen, wie das rüberkommt bei euch. Ihr seht selber, ich bin noch nicht abgestiegen, ich bin bei 2638 Pokalen und es sieht eigentlich ganz gut aus. Der gleichnamige YouTuber hat übrigens auch einen schönen Deckvorschlag für mich gehabt und den konnte ich immerhin schon einmal umsetzen. Hier oben ist der Porsche-Fahrer, der hat mich leider 2-1 geschlagen. Oha, das ist einer meiner Söhne, okay, danke nochmal dafür. Aber wir können uns den angucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann mit dem Deck nicht wirklich spielen. Das Deck ist sicherlich gut, wenn man spielen kann, aber ich kann es nicht wirklich. Und habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich den Turm hier totgifte. Ja, also ich weiß mir aber auch manchmal nicht so richtig zu helfen, als dass ich sage, als dass ich dann mache, komm, haust du den Gift noch auf den Turm, dann kriegt er ein paar Hitpoints und dann stirbt er auch irgendwie. Deswegen bin ich hier eigentlich sehr unbedarft, was dieses Deck angeht. Ich habe es auch noch nicht wirklich so oft gespielt und ich musste es auch ein bisschen modifizieren, da mir in dem Originaldeck von dem YouTuber die Koboldbande einfach fehlt. Und das habe ich aber kompensiert, indem ich dort, ich glaube, ich habe die normalen Kobolde drin, diese Speerkobolde drin, denn die können wenigstens Luft und Boden, weil ich im Bodenbereich halt ein bisschen schlapp bin. Aber ich habe halt versucht, das Beste hier aus dem Deck rauszuholen und jetzt dauert es auch erstmal wieder ein paar Pokale, bis ich aus der Arena 9 hier raus bin. Komme jetzt stark hier mit dem Konter und da seht ihr selber, ne, der erste Gift, der soll eigentlich den Magier wegmachen. Das schaffe ich nicht ganz, aber ich komme trotzdem ein bisschen durch und meine Puppies machen schon mal oder meine Lava-Welpen machen schon mal so ein bisschen Schaden auf den Turm, wenn auch nicht gerade viel, aber es ist immerhin etwas. Und der Bowler hat mir hier jetzt nicht wirklich Schwierigkeiten bereitet, Entschuldigung, weil ich natürlich dann doch ein paar Truppen aus der Luft habe, wo der gar nichts machen kann. Der Rambock hier gefällt mir gut, denn der, wenn der gut durchgeht, macht er schon mal so einen Startschaden auf den Turm. Das hat er ja auch gemacht. Jetzt muss ich, da sind meine Sperrkobolde. Die blitzen mir jetzt allerdings weg. Jetzt habe ich schon ein bisschen Not, dass die Walküre hier nochmal ein paar Hits macht, zusammen mit dem Elite-Barbaren, aber die kriegen hier noch nicht ganz alles raus. Ich sehe es jetzt eigentlich auch zum ersten Mal erst in der Wiederholung, aber da seht ihr schon wieder der Gift da. Ja, das wirkt so ein bisschen assi, dass ich den hier immer ziehe und jetzt wusste ich mich gar nicht anders mehr zu helfen als Kampfholz und den Rambock zu setzen, dass die beiden Barbaren da rauskommen. Ja, aber er kommt mir hier auch nicht wirklich nahe und ich hatte ja gesagt, ich versuche einfach das Beste mit dem Deck. Die gehen jetzt in jedem Fall fast auf den Turm, wenn da nicht noch was davor gekommen wäre. Jetzt kriege ich aber, glaube ich, auch wieder so ein paar Hits auf den Turm. Also es ist nicht viel. Es ist immer etwas, und wieder der Gift. Es ist immer, ja, und jetzt schafft der Gift auf den Turm. Jetzt heißt es für mich nur noch Zeit halten, hier Pokis retten. Und das ist mir dann am Ende auch gelungen. Ja, deswegen, ich kann das Deck echt nicht wirklich gut spielen. Ah, wir gucken mal rein. Ich werde jetzt mal mit dem Deck angreifen und da gucken wir mal. Ich mache aber erstmal die Truhe hier auf. Da schauen wir mal, was wir da drin haben. Ansonsten haben wir hier zwar ein Event gehabt, aber das will ich euch gar nicht zeigen. Das Musketier-Event war wirklich schlecht für mich.
Ich habe den ersten Erfolg geschafft. Da gab es ein paar Musketiere. Aber da will ich gar nicht dran denken. Und will aber erstmal spenden, bevor ich hier losziehe. Und ja, ich würde sagen, wir haben so ein paar Pokale. Wir haben einen Platz frei, dass wir die Kron-Truhe befüllen können. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Okay, ja, ich bin jetzt ein bisschen höher. Da kriege ich natürlich auch ab und zu mal ein bisschen höhere Gegner. Und muss mal sehen, wie ich hier jetzt kontere. Ich habe das Ganze mal ein bisschen höher aufgebaut. Man sieht es hier, damit ich das ein bisschen besser im Griff habe. Denn sonst guckst du doch immer irgendwo ein bisschen zu weit runter. Und jetzt konter ich hier einfach mal hart mit allem, was ich habe. Da schauen wir mal, wie weit wir an der Stelle kommen. Die Hexe muss in jedem Fall weg. Ja, das sah noch ganz gut aus. Das haben wir auf jeden Fall gekontert, auch wenn er uns jetzt mit dem Magier hier kontert. Ich will jetzt noch nicht den Gift direkt setzen. Das wäre wirklich Blödsinn. Ich komme hier jetzt doch einmal aus der Luft und mit dem Kampfholz. Denn da sollen... Ah, der Päcker geht natürlich durch. Ah, das ist ein Mini-Päcker, der ist jetzt nicht so super stark. Das kriegen wir noch gekontert. Da kontert er mit Pfeilen. Kriege ich einen Hit? Ja, ich kriege einen Hit auf seinen Turm. Aber er hat schon ein bisschen mehr an meinem gemacht. Das wurmt mich natürlich ein bisschen wieder, dass ich mit dem Deck hier nicht wirklich gut durchkomme. Denn wenn ich jetzt gleich meinen Hund setze, dann kontert er sicherlich mit irgendetwas vom Boden. Und dann habe ich sowieso gleich ein Problem. Aber ich werde das mal machen. Da gucken wir mal, wie der so ein bisschen, was hat er da hinten? Er hat die Hexe da, okay. Dann setzen wir hier mal den Mega-Lakaien. Und ich bin mal ein ganz fieser, ich gifte die Hexe jetzt mal weg. Mal schauen, ob das funktioniert. Oh nee, das Kampfholz. Warum mache ich denn das Kampfholz da? Na egal, ich habe das Kampfholz da. Oh, das war richtig. Das war scheiße gesetzt, das Kampfholz. Okay, aber so ein bisschen machen die Papis da hinten noch am Turm. Da kommt er jetzt mit seinem Magier auch nicht wirklich hin. Und so kriege ich wenigstens so ein paar Hits auf den Turm drauf. Die beiden muss ich mal ein bisschen ablenken, auch den kleinen Päcker hier. Das ist mir an der Stelle gelungen. Rambock mal nachziehen und das Kampfholz. Mal sehen, ob er jetzt mit irgendwas vom Boden kommt. Ich ziehe es einfach hinterher, warum auch immer. In der Hoffnung, dass da Bodentruppen rauskommen. Ja, gut, okay, da haben wir den Stern gepackt. Und dann können wir hier so ein bisschen zur Verteidigung ansetzen. Ja, ich bin ganz billig. Ich ziehe den Gift hier raus und das Kampfholz nochmal, dass mir die Queen, dass mir die Hexe hier nicht zu nahe kommt. Das haben wir in jedem Fall verteidigt, würde ich sagen. Und dann können wir nochmal kurz angreifen. Aber 17, 16 Sekunden, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ein bisschen zur Verwirrung ziehen wir hier nochmal die kleinen Skellies raus. Da kommt er zwar nochmal jetzt mit dem Friedhof, aber der Friedhof, denke ich mal, wird den Turm hier auch nicht schaffen. Kampfholz nochmal dahinter gelegt. Jawohl, Kampf gewonnen, ja. Deck erfolgreich, ja super. Sieht gut aus. Oh, eine Goldtruhe, okay. Die mache ich auch gleich auf. Ich habe ja im Moment nicht so viel Truhen hier. Und deswegen lasse ich die erstmal laufen. Dann nehmen wir hier die Kron-Truhe mal mit. Die habe ich jetzt schon ein paar Tage nicht gut. Oh, ich habe die Kobold Gang. Yeah! Wow, jetzt habe ich sie. Jetzt könnte ich sie einbauen, ja? Und kann sie sogar gleich leveln. Das mache ich auch. Die baue ich sofort ins Deck ein, auch wenn die erst auf Level 2 sind. Oh, der ist natürlich super. Den habe ich auch in einem Deck. Den Königsriesen. Und nochmal einen X-Bogen. Okay, den habe ich jetzt in keinem Deck. Das sieht man, den habe ich auch nicht gelevelt. Aber sauber. Ich habe die Kobold Gang. Ja, wunderbar. Was ist denn das eigentlich für eine Karte? Ich muss mal gucken. Ja, die verbessern wir in jedem Fall. Wenn es auch nicht viel ist, aber es ist die Gang. Ja, ich baue sie jetzt vielleicht doch noch nicht ein. Aber ich habe sie erstmal drin. Und das ist natürlich super. Das ist eine... Ja, okay, es ist eine gewöhnliche Karte, die ich jetzt nicht hatte. Dafür bin ich aber auch in Arena 9. Das freut mich nach wie vor. Und ich würde sagen, wir machen gleich noch einen zweiten Kampf. Das haben wir 2, 6, 6, 8. Ja, das sieht stark aus. Da kann ich, also ich jetzt für mich zufrieden sein. Einige schreiben mir ja immer wieder in die Kommentare rein. Ja, du als Level oder als Level 10 müsstest eigentlich viel höher sein. Arena 9, Arena 10 viel besser, aber ich habe nicht die dicken Decks. Ja, das müsst ihr verstehen. Ich habe nicht die tollen Karten.
Ich habe auch nicht die tolle Kombi oder die tolle Strategie hier, weil das Clash Royale ist für mich neben Clash of Clans sicherlich ein tolles Spiel. Ich bin auch schon weit gekommen, aber es hypt mich nicht ganz so an. Das muss ich mal dazu sagen. Es kann natürlich sein, dass das noch durchkommt. Mal gucken, wie wir uns mit dem zweiten Kampf hier jetzt schlagen, mit dem gleichen Deck. Also wir können ruhig verlieren. Das macht mir überhaupt nichts aus. Denn wir haben so ein bisschen Puffer hin nach oben und auch nach unten hin. Und gucken wir mal, wie der Gegner kommt. Okay, er kommt da hinten mit einem Ritter. Ja, den können wir natürlich relativ easy kontern. Da kommt er auch mit Bodentruppen. Und da er dort only Bodentruppen kommt, nehmen wir hier noch das Kampfholz mit rein und ziehen hier jetzt schon mal unsere kleinen Goblins nach. Okay, da kommt er. Ja, da hätte ich vielleicht das Holz ziehen sollen. Ist aber nicht so schlimm. Wir sind immer noch. Ich hoffe, wir kriegen jetzt wenigstens ein, zwei Hits auf den Turm. Ne, kriegen wir natürlich nicht. Schade. Ich hätte jetzt giften können. Ja, ich weiß. Ich hätte giften können. Aber wir kriegen hier so ein bisschen was auf seinen Turm. Und versuchen es jetzt an der Stelle mit dem Lava-Hund. Nehmen den Megalakaien hier mal mit rein und ziehen mal seine kleinen Feuergeister aus dem Turm hier raus. So, ich pushe jetzt auf jeden Fall schon mal ganz hart, dass er genau weiß, wo der Thorsten hier die Kelle liegen hat. Denn meine Kelle liegt ganz klar auf einen Turm und wir können hier noch ganz gut kontern. Jetzt muss ich allerdings meinen Megalakaien hier runterherziehen, weil er da diesen komischen Bogenschützen hinter hat. Da hinten kann ich jetzt nicht viel machen. Er hat meinen Turm, aber mal sehen, ob wir nicht auch seinen Turm kriegen mit den vielen Lava-Welpen, die ich habe. Nee, haben wir nicht. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Okay, dann bauen wir einen kleinen Push auf. Mal sehen, wie der durchkommt. Ja, das sieht ganz gut aus. Das schaffen die in jedem Fall nicht. Und ja, da haben wir auch seinen zweiten Turm. Wir kontern hier sofort. Ja, wir kontern hier sofort. Er kontert zwar auch. Das ist nicht so schlimm. Und da gehen wir noch mit dem Megalakaien dazwischen. Das Kampfholz hierhin, das sah ganz gut aus. War jetzt nicht so der Superbringer, aber mal sehen, was der Rambock hier noch bringt. Noch so ein paar Sachen zum Ablenken. Der Rambock geht jetzt zwar erst auf den Ofen, ist aber nicht so schlimm. Wir ziehen hier richtig hart nach. Auch das Kampfholz. Vielleicht halten wir ja ein 1-1. Da müssen wir mal gucken. Dann giften wir hier mal. Er kontert hier zwar jetzt mit dem Ritter, ist aber nicht so schlimm. Der Gift geht ganz gut durch. Sehe ich gerade so. Und Scheiße. Ah, habe ich da nicht aufgepasst oder was? Oh, das war doof. Oh, das war doof. Okay. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Na, egal. Da habe ich nicht aufgepasst, aber wir haben eine Krone bekommen. 2,639. Kurz gerechnet. Machen wir noch einen. Einen machen wir noch. Wir können nicht absteigen aus Arena 9. Auch wenn wir jetzt verlieren. Und ich komme ein bisschen besser jetzt auch mit dem Deck klar, glaube ich. Ich muss das ja jetzt nicht bis zur Unendlichkeit spielen. Es ist ja nur ein Deckvorschlag. Aber ich finde es gar nicht schlecht, denn es ist auch nicht so wirklich teuer. Von daher kann ich sicherlich dort etwas mit dem Deck machen. Der Gegner macht jetzt gar nichts. Das kotzt mich immer an, wenn die Gegner gar nichts machen. Weil ich dann so ein bisschen in der Not bin, etwas zu tun hier. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich setze jetzt mal mein Drachenbaby. Ja, da checken wir einfach mal. Wir ziehen den Megalakai hinterher und gucken jetzt mal, wann der Gift uns hier zur Verfügung steht. Kommt, Gift, Gift, Gift. Der Gift geht jetzt ganz gut ran. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen da hinten, dass wir zumindest alles weggiften können. Ja, da stirbt in jedem Fall alles mit dem Gift. Und er kommt hier jetzt zwar mit einem Riesen, den kontern wir sofort ab. Weil der soll auf gar keinen Fall durchkommen hier. Kein Hit auf den Turm. Und Kampfholz hinterher, weil er wahrscheinlich mit Bodentruppen mit irgendetwas kontern wird. Tut er an der Stelle jetzt nicht. Er kommt mit Lufttruppen. Okay, dem können wir natürlich ein bisschen was entgegensetzen.
damit er keinen Hit kriegt. Ah, da ist der Schweinereiter, okay. Der kommt natürlich durch. Da kümmert sich aber mein Loon drum und jetzt auch die kleinen Skellies. Schauen wir mal. Eismagier am Deck, okay. Das ist natürlich doof. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt am einfachsten kontere. Ich glaube, dem nehmen wir mal ein bisschen aus der Luft und ziehen hier jetzt mal unser Kombo nach mit dem Rambock. Okay, er hat auch den Rambock drin. Das sehe ich jetzt gerade erst, aber wir kriegen so ein bisschen was auf seinen Turm. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Müssen jetzt aber schon mal hart kontern. Ich weiß, es ist ganz billig. Ich weiß, es ist ganz billig, der Gift hier an der Stelle. Aber er soll hier halt nicht durchkommen. Das ist auch mein Ziel hier. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch geschafft. Wir ziehen hier mal Luft nach. Und ja, jetzt wieder ganz billig mein Gift. Mal sehen, ob wir den Scharfrichter da schaffen. Der ist natürlich echt stark. Aber der kommt auch nicht durch. Und pushen mal weiter. Da kriegen wir ein paar Hits auf den Turm. Da kommt er wieder mit dem Rambock. Okay, da kann ich jetzt mit leben. Aber wir machen ihm das Leben jetzt mal richtig zur Hölle. Und zwar, ja, das kann er ruhig machen an der Stelle. Das ist überhaupt nicht schlimm. Müssen die jetzt in jedem Fall den den Lava-Hund aufhalten. Jetzt komme ich hier aber auch mal mit dem Kampfholz, Junge. So, das ist jetzt hier. Das war es jetzt aber auch mal für dein Kampfholz. Mann, Mann, Mann. So, oh. Eieiei, okay. Ja, er schreibt zwar noch ein Wow, aber das Wow war auf seiner Seite. Ah, kann ich nichts machen. Okay, ist nicht so schlimm. Wir sind nicht abgestiegen. Wir sind immer noch in Arena. Wir sind immer noch in Arena 9. Das ist das Coole. Ich lasse es jetzt auch dabei. Das reicht für mich immer an Clash Royale hier pro Tag. Ihr merkt das ja selber an meinen Videos. Ich mache das nicht wirklich häufig, weil das Spiel ist für mein Herz nicht mehr ganz so dolle. Ich reg mich dann doch hoffentlich vor der Kamera nicht ganz so auf. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeige ich euch in jedem Fall mehr Clash Royale. Wenn euch das auch mit der Facecam gefällt, dann baue ich die auch gerne bei Clash of Clans ein. Das ist kein Thema. Das verbraucht zwar immer ein bisschen Platz dann in dem Screen. Hier bei Clash Royale ist es nicht ganz so tragisch. Vielleicht fandet ihr das ganz gut. Ich fand das ganz nett. Und ich würde sagen, ich mache hier einfach weiter und clash ein bisschen weiter. Es wird in jedem Fall vielleicht jetzt innerhalb der Woche vielleicht mal ein oder zwei Folgen mehr am Tag kommen. Also ich denke mal, eine Folge Clash Royale können wir ruhig mal mit einbauen. Und dann wird es auch zu Clash of Clans nicht ganz so langweilig. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in einer weiteren Folge, wenn der Tote wieder clasht. Ich muss ein bisschen lachen, aber das dürft ihr mir ruhig lassen. Bye, bye.